Willkommen zum TFN-Börsenbericht. Mein Name ist Christoph Amberger. Nach jahrelangen Verlustmeldungen gibt es mal wieder gute Nachrichten aus der amerikanischen Automobilindustrie. GM meldete einen Quartalsgewinn von 891 Millionen Dollar. Das ist eine Verbesserung um 4,3 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Ford hat in der Vorwoche Gewinne von 750 Millionen Dollar gemeldet. Gleichzeitig setzte das New Yorker Conference Board den Grad des Verbrauchervertrauens in die unmittelbare Zukunft der amerikanischen Wirtschaft auf dem höchsten Niveau seit August 2001 an. Das Bruttoinlandsprodukt der USA stieg im zweiten Quartal um 3,4%. Arbeitslosigkeit liegt weiterhin bei unter 4,5%. Für Zahlen wie diese hat man in Deutschland zwei handliche Fachbegriffe: Wirtschaftswunder und Vollbeschäftigung. Diese Statistiken unterstreichen das Argument, dass es sich bei der jüngsten 800-Punkt-Korrektur im Dow noch nicht um Vorboten des von den eingefleischten Bären seit 1987 vorausorakelten Crashs handelt, sondern um eine technische Korrektur, wie sie im Dow allein seit 2003 bereits 11-mal vorgekommen ist. Nicht, dass wir mitzählen würden. Zweifelsohne wirkt sich die Krise im amerikanischen Hypothekenmarkt nicht nur auf den US-Börsen auch, sondern gerade auch in den Bankwerten des DAX, welche zeitgleich mit den amerikanischen Aktien korrigierten. Doch gerade klassische Flucht- und Sicherheitskommunitäten wie Gold und Edelmetalle waren vom Verkaufsdruck ebenso betroffen wie Aktien, während der chinesische Aktienmarkt zeitgleich neue Rekorde aufstellte. Der Bullmarket in der amerikanischen und in den globalen Aktien wird sich bis weit ins Jahr 2008 fortsetzen. Das heißt natürlich nicht, dass es zwischenzeitlich nicht gewaltige Kursschwankungen geben wird. Wie man diese als Trader in beide Richtungen gewinnbringend ausnutzen kann, erläutert unser Options-Specialist Adam Luss in einem exklusiven Report, den wir gratis für Sie bei taipanfinancialnews.com eingestellt haben. Folgen Sie bitte dem Link, das wir im Kontext beigegeben haben. Mit besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit verbleibe ich, Ihr Christoph Amberger.